würde es für dich ausbaden. Ich würde es aber auch für dich ausbaden. Ja. Ah! Ich habe einen Denkfehler gehabt. Ich gehe jetzt wirklich dann, da rein, wegen einem Denkfehler. Oh! Ist da Kaka mit drin? Oh, stinkt. Oh. Du weißt schon, wer uns da gegenübersteht, ne? Beste Klasse Deutschlands. Hörst du was? Nö, was denn? Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Eigentlich ist es ein total easy Spiel. Mit einer Strumpfhose, auf der anderen Seite ist ein Ball dran, so Dosenwerfen machen. Wer mehr Dosen in der Zeit umhaut, hat gewonnen. Aber wie sollen wir da rankommen? Ah, das war so knapp! Ah, das ist das knapp! Au, der war aber gut. Vorbei, vorbei! Du musst nur eine, eine einzige. Okay. Was ist los mit du? Ich komme einfach nicht dran. Diese Bewegung hier. Ich habe früher in einer Metalband gespielt. Wenn du damit eine Dose triffst. Wusstest du, er lässt mich nicht im Stich. Das hier ist mein Lieblingspulli. Nein, wieso hast du den an? Ja, ich sag's nur noch mal. Drei, zwei, eins. Gerade dein Mund war auch noch offen. Das ist das Schlimmste, was ich seit wirklich langer Zeit erlebt habe. Geht's dir gut? Nein. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wer ihr denkt, wer eigentlich gewinnen soll. Und falls es noch andere Leute gibt, gegen die wir ausbaden sollen. Ja, du gibst jetzt dein Bestes. Ich werde mein Bestes geben. Angst. Ja, die sitzen näher dran, was los? Drei verliert, wir haben Fragen gekriegt und wer früher buzzert, der darf antworten. Welches ist das Land mit den meisten Seen? Das weiß ja sogar ich. Soll ich was raten? Ja, schnell! Zwei. Rate, wir dürfen uns nicht raten. Finnland! Wie viele Sitze hat der aktuelle Bundestag? Oh, ich bin so stolz, dass ich es nicht weiß, aber dass er es auch nicht weiß. Keine Ahnung. 636. Oder 640. 638. Beide verloren. Jetzt haben wir schon Timer verloren. Naja, wenn du jetzt noch einmal was nicht weißt, bist du Clary dran. Ja. Was ist die Wurzel aus 9 mal 27 geteilt durch 9? Das ist 9. Jawohl! Entscheidende Frage. Ja, entscheidende Frage. Sarah, please. Ah. Bitte, bitte, bitte. Wie viel Megabyte sind 5,5 Terabyte? Wer weiß denn was? Tobi. Nee. Du weißt das nicht. Du weißt das nicht. 5,5 Terabyte. Ja, 5500 Megabyte. Durch diese Zeitverknappung habe ich so viel Stress gekriegt, dass ich dachte, okay, das weiß ich. Zack, so passieren Fehler. Fuck, das sind Gigabyte. Jawohl. 5,8. Wie geil ist das denn? Terabyte. Jetzt mache ich seit 11 Jahren Checker Tobi. Jeden Tag lerne ich irgendwas Neues. Ich weiß ja fast alles. Stellt sich raus, ist gar nicht so. Tobi wollte sich beweisen und ich habe ihn einfach mal laufen lassen. Er war wie so eine selbstzerstörerische Bombe und ich war so, okay, ich brauche ihn ja auch gar nicht buzzern. Er macht das schon für sich. Ich ist egal, gemacht. Du warst mega. Danke. Einfach mit nichts machen, du warst mega. Ich habe dummerweise, habe ich jetzt gerade kurz in Gigabyte umgerechnet. Also, ich gehe jetzt wirklich dann, da rein, wegen dann, einem Denkfehler. Ich habe einen Denkfehler gehabt, einen ganz unglücklichen Denkfehler. Und ich fürchte, das musst du jetzt für mich ausbaden. Wegen eines Denkfehlers. Wir sprechen uns nachher noch mal, ne? Wir sprechen uns nachher noch mal. Du siehst aus wie der kleine Maulwurf. Oh, wie süß, ja, mein Gott. Du siehst wirklich aus wie eine Mischung aus irgendeiner Waldhexe und dem kleinen Maulwurf. Okay. Ich sehe nichts. Für mich war bei der Aufgabe am schwierigsten,
dass es ja erst darum ging, sich die Sachen zu merken. Wenn es eine Sache gibt, die ich seit meiner Kindheit hasse, dann ist es Memory spielen und mir Sachen merken. Unter Stress vor allem schon wieder, ne? Überall hier so ein Stress. Ich bin richtig gut in Memory gewesen. Ich bin auch richtig gut in so Sachen merken. Und ich wusste, okay, zwei da, weiß es in der Mitte. Ich habe sogar jetzt noch das Bild vor Augen. Yeah. Das hat bei mir sehr gut geklappt, muss ich sagen, weil so drauf pömpeln, ich pömpel eh auch privat gern. Let's go. Oh, das gibt es vom Pömpeln ab. Vielleicht ist das falsch, aber vielleicht ist es auch richtig. Tobi ist fertig, komm her. Und er ist, glaube ich, so richtig daneben. Es waren 9 Farben. Also wirklich, Junge, merk dir 9 Farben. So schwer ist es nicht. Sowas. Es gab nur ein doppeltes und das war Fleisch. Grün. Ja. Also richtig falsch. Danach pömpel ich da wie so ein Weltmeister super schnell richtig viele falsche Farben hin. Nächste Runde wieder Clary, muss es ausbaden. Weil ich so angespannt war. Ja, war halt schon wieder vor mir fertig. Dann war es falsch. Dann war ich so, okay, dann dachte ich auch erstmal, dass Ben jetzt nicht irgendwie ausbaden muss. Aber ich habe nicht alle einzeln aufgepömpelt, sondern geschoben und das war nicht erlaubt. Und deswegen musste Ben auch ausbaden. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, das stimmt. Tut mir leid, Bro, ich habe echt alles gegeben dafür. Ja, ich habe auch quasi alles gegeben, aber ich habe einfach ein scheiß Gedächtnis. Jetzt bist du wirklich der kleine Maulwurf. Ist da Kaka mit drin? Boah, stinkt. Oh. Boah, stinkt. Boah, ihr stinkt, Alter. It smells like, da ist Kaka mit drin. Ey, wir machen die Tür wieder zu. Boah, ihr stinkt. Die eine Schätzfrage. Wie viele Sprachen werden auf der Welt von mehr als 100 Millionen Menschen gesprochen? 100 Millionen. 100 Millionen Menschen. 80 Millionen in Deutschland. Also das würde ich sagen, in Deutschland mal nicht. Auf jeden Fall Englisch. Spanisch auf jeden Fall. Portugiesisch, weil Brasilien riesig ist. Dann Französisch, kolonial. Chinesisch natürlich. Hindi. Persisch eigentlich auch total viel. Warte, Gott. Vielleicht sowas wie Swahili. Entweder das ist jetzt so absurd wenig oder ist das so zu viel? Irgendwie so. Ich würde sagen, so. Hier, doch fünf. 9. Ah, Scheiße. Alle falsch. Aber erst näher dran. Hab geschätzt 9, was zum Glück gereicht hat, weil in Wirklichkeit waren es 15 oder so. Waren dann 15. Kamerateam hat mir auch nicht geholfen. Hab danach gehört, die hätten auch 5 gesagt. Also von daher. Sehr gut. Sehr gut. Lara, du hast verkackt. Ja. Ben steht drin. Ben, genieß es. So begeistert! Boah, mein Spiel. Ja, darüber will ich eigentlich gar nicht reden, über dieses Spiel Tonnentreffer, weil ich mich natürlich auch für einen extrem sportlichen und auch geschickten Menschen halte. Es war ja die Aufgabe, per Druck diesen Ball in die Tonne zu bekommen. Okay. Ja, 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 ja. Der Ball ist erst gegen die Linse hier und dann rein. Mein Kamerabro hat mir natürlich auch ein bisschen geholfen. Zählte trotzdem irgendwie, warum auch immer. Ja! Das ist kein Glück, das ist Können, Leute. Richtig gut. Und hopp. Scheiße! Jetzt wird noch weiter, der kann auch aufholen. Oh. Nein! Jawohl! Nein!
knapp gewesen. Oh, der war gut. Nein, Tobi. Nein, das ist der letzte. Das ist der letzte. Yes! Mann, ey! Ich habe so gemerkt, wie Ben glücklich war. Und ich dachte mir so, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich wenigstens das Spiel jetzt gut gemacht. Ich wollte das doch nicht. Zwei. Was kann sie mit ihren Knien sein? Oh, das ist mir richtig im Rücken gereizt. Oh. Ah. Sieht das hart aus. Als hätte mich eine Alien voll gekotzt. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine Fortsetzung von Kika Live Ausbaden. Noch viel mehr Beste Klasse Deutschlands gibt's hier. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Battles, dann klickt euch auf jeden Fall rein. Ben und ich hier beim Turm des Grauens müsst ihr gesehen haben. Müsst ihr gesehen.